ein stimmungsvolles Ausrufezeichen auf dem Internationalen Kirchentag sorgten bei traumhaftem Wetter die Brüder und Schwestern des Gamelan-Orchesters aus Indonesien. Das gesamte Pfingstwochenende war Münchens Olympiagelände der Anlaufpunkt tausender Kirchenanhänger, die mit der Veranstaltung hoch zufrieden waren. Bis jetzt ist schön. Alle strahlende Gesichter, sehr viel Interessantes, sehr viel Progressives. Ich bin zufrieden. Macht einfach Spaß, dass hier alle denselben Glauben haben und man einfach mit Gott hier, mit ganz vielen anderen noch zusammen ist. Freundliche Atmosphäre, man freut sich, Bekannte zu treffen. Ist sehr schön, doch hat uns gut gefallen bis jetzt und ist schön, dass auch so viele da sind. Also man sieht, wie man zusammenhält und die Gemeinschaft ist das Schöne. Eine große Gemeinschaft fand sich auch zu einem der Highlights der dreitägigen Veranstaltung in der Olympiahalle ein. Der Podiumsdiskussion unter anderem mit dem Stammapostel Jean-Luc Schneider und IKT-Schirmherr und Bezirksapostel Michael Erich, der den Kirchentag als einen der wichtigsten Termine der neuapostolischen Kirche sieht. Ich finde es schön, dass man auch ein starkes Zeichen nach außen setzt. Das Christentum hat seinen Platz in der Gesellschaft. Es soll aber auch eine Möglichkeit für die Brüder und Schwestern sein, einfach Begegnungen zu haben, sich aneinander erfreuen zu können. Und natürlich dadurch, dass wir das auch sehr offen gestaltet haben, dass das Gelände für jedermann zugänglich ist, freuen wir uns auch, wenn sich die Menschen über den neuapostolischen Glauben informieren. Und wie der Bezirksapostel schon erwähnte, zählte für die meisten Besucher am Pfingstwochenende vor allem das Beisammensein und die Bestätigung, nicht alleine zu sein. Schaut euch doch mal die Leute an, das ist eine Gemeinschaft. Ja, wo findest du das heutzutage noch auf der Erde? Ja? So eine Gemeinschaft, die so miteinander verbunden ist, in Liebe. Wir kommen hier alle zusammen und ich finde, wir sollten schon zeigen, dass wir eine Gemeinschaft sind und das gehört einfach mit dazu. Ich finde es sehr wichtig, dass man sieht, dass auch andere Geschwister den Weg mit einem gehen, dass man nicht alleine steht. Und diesen Weg zeigt insbesondere das Beispiel des indonesischen Orchesters, das nur durch die finanzielle Hilfe der bayerischen Bürger und Schwestern die Reise nach München antreten konnte.